So, willkommen zurück zum Castillan Let's Play. Wir richten unsere Aufmerksamkeit gen Süden. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir brauchen nicht mehr viele, um Hispanien gründen zu können. In der Tat glaube ich noch vier. Gut, wir brauchen die Kohle, das ist klar. Aber das ist auf jeden Fall die Richtung, in die wir gehen werden. Ich lasse mal kurz weiterlaufen. Wir brauchen ein bisschen Geld, bevor wir da anfangen mit dem Krieg. Aber das ist die beste Wahl, und zwar hier direkt angreifen gegen ihn. Da haben wir ihn bei de jure. Das würde ich aber gar nicht machen, sondern um Herzogtümer kämpfen. Da wir vier brauchen, würde ich das hier ändern. Das sind drei oder zwei? Zwei. Freiheitsfraktion hat sich aufgelöst, das ist gut. Hier haben wir halt also schon wieder bei den Volksaufstand. Aber da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Das wird uns noch lange begleiten, auf jeden Fall. Aber wir haben mit Frankreich ja den besten Verbündeten, den wir uns wünschen können, gerade mit unserer Mutter. So, jetzt machen wir mal die Diplomatie hier fertig. Eigenschaft erhalten, wunderbar. 20 Diplomatie, mega gut. Wir können hier mal gucken. Krieg erklären, und zwar Vasallenzwang. Das ist natürlich auch. Das wären zwei gleich. Ich glaube, das machen wir so. Stopp. Verlegen. Hierhin. Nee. Hierhin. Alle ausheben. Zwei Grafschaften. Und dann können wir auch noch 50 Söhne kriegen, weil dann spielt es keine Rolle mehr, weil wir das Kaiserreich erben. Ich weiß auch gar nicht, wo er sich rumtreibt. Ich glaube, der ist im Krieg noch mit jemand anders. So wie das aussieht. Nö, nur mit uns. Aber ich sehe seine Armee nicht. Whatever. Soll er kommen? Kann wen einkerkern, interessiert mich aber nicht. Kann die Verbündeten rufen, brauchen wir auch nicht. Wir machen gleich Parallelbelagerung hier, abspalten und hier rüber. Und dann holen wir uns einfach nochmal zwei andere Grafschaften und fertig. Vier hatte ich gesagt, ne? 63 hatten wir, ja. Belagerung geht gut voran. Wie sieht es mit unseren Kriegsfeldern aus? Die können wir danach sicherlich ausbauen, wenn die Einnahmen stimmen. Wir müssen auf jeden Fall unsere Domänen ausbauen. Der Papst mag uns nicht wirklich, ne? Doch, plus 63. Um Geld bitten. Gib mir Kohle, mein Lieber. Ich habe keine 250. Okay. Ratsmarschall verdient Respekt. Das ist gut. Ah, jetzt kommt es automatisch. Sehr schön. Gib mir Kohle, mein Lieber. Dankeschön. Ich kann Portugal gründen. Möchten wir nicht. Belagerung, geh voran. Ach ja, sollen wir doch in den Kreuzzug noch mitgehen? Der scheint hier abzulosen. Aber ich werde hier wieder bald den Aufstand haben. No chance, das wird wieder ein Gemetzel. Paar Gefangene haben wir. Da gucken wir uns mal durch. Der Bauern auf ungesunde Beziehungen. Leichen. Begraben sie. Wir studieren sie. Meine Tochter hat gleich mal die Blattern. Sehr schön.
Unsere Ärztin ist gut, ne? Soll die Ärztin das entscheiden, was sie macht? Guter Herzog. Ja, natürlich bist du der Beste der Welt. Du kannst gegen Bekehrung gehen. Du ebenfalls. 17er Ränkelspiel ist aber nicht schlecht, ne? Den holen wir uns mal rein. Ja, mein Arzt soll das entscheiden, habe ich doch gerade schon angeklickt. Bekehrung. Und freilassen. Und adios. Jetzt haben wir ihn hier noch. Und der ist sehr gebildet, ne? Okay, Verbündete, Grafschaft, Herzogtum Flandern, nehme ich natürlich an. Mutti unterstützen. Sie muss mich eh auch gleich wieder unterstützen. Lebt wohl. Schafft sie das? Sie hat 5000 Truppen. Wie sieht's denn da aus? 7000 gegen 16000. Ja gut, das sind meine aber eingerechnet, ne? Ich denke, sie wird es auch ohne uns schaffen, aber nichtsdestotrotz, wenn wir können, unterstützen wir sie. Aber ich fürchte, dass hier das Ultimatum dazwischen kommt. Nur noch 5 Monate. So, was können wir hier machen? Sollten auf jeden Fall weiter bekehren. Toledo als nächstes, bitte. Okay, der Krieg ist beendet. Sehr schön. So sei es. Wir helfen im Krieg hier oben aus, oder ist der schon entschieden? Okay, hier geht's voran beim Herzog. Zusammenführen. Und dann sind wir unterwegs, würde ich sagen. Feinde treten aus Krieg aus. Ich denke, sie schaffen das auch ohne mich. Ich bewege mich jetzt einfach mal in die Richtung und alles ist gut. Gefährliche Fraktion, ich weiß. Was ist sie denn? Meine Schwester. Warum ist sie eine Beleidigung? Eine Enttäuschung, okay. Mordkomplott. Verbannen. Enterbt. Verliert 75 Meinung. Aber Prachtstufe geht hoch. Sind wir dabei? Ich kann eigentlich nicht weg hier. Ich brauche meine Truppen für mich. Und da ist der Aufstand schon. Pause. Ja. Yep. Truppen sammeln und bitte auf geht's. Ist mir klar, dass wieder alles belagert wird, aber I can do anything. Bin ja schon auf dem Weg. Weiß nicht, ob wir meine Mutter brauchen. Toledo wird hoffentlich nicht wieder belagert. Nein, wir haben hier einen Aufstand. Die sind aufgesplittet. Ich glaube, das kriegen wir selbst hin. So, erste Armee. Ne, erstmal hier. Ah, da ist Aragorn schon drin. Schaffen die das? Ja. Dann können wir gleich hier hoch.
die hier fertig machen. Mhm. Nächste Armee besiegt. Und jetzt bitte hier runter. Und den Rest fertig machen. Hier sind noch drei Herde. Hier ist auch noch eine. Ich kann sie mal halbieren, die Truppen. Moment. Halbieren. Du gehst hier runter weiter. Ja. Und du bewegst dich hier hin. Loyalität oder Angst? Als König schulden mir meine Vasallen, bla 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 bla. Nein, meine Mutter ist mir wichtiger. Die hat hier vieles erreicht. Und sie wird es auch weiterhin schaffen. Der Krieg ist gegessen, oder? 2,4 haben sie noch und jetzt 17.000 Truppen. Ja. Das ist gegessen. Ratsmitglied verstorben. Das müssen wir ändern. Wir brauchen einen neuen Spitzel. Der ist gut. Das Komplott ist beendet. Wen können wir beeinflussen? Wen sollten wir beeinflussen? Kastilien. Machen wir ihn mal. Beeinflussung. Yes. Das Festmahl sollten wir auch durchziehen direkt. Wir brauchen Vasallenmeinung und zwar dringend. Ihr geht hier runter auch. Ja, natürlich. Okay, Mutti hat gewonnen. Eigentlich schon. Mehr Vasallenmeinung. Ist viel wichtiger. Feinde treten aus. Der Krieg ist entschieden. Bis zum nächsten Mal. Was gibt es hier noch für Fraktionen? Das ist die Grafschaft hier unten. Geisel gefangen genommen. Okay. Ist entschieden. Sie, ja, der Krieg ist auch vorbei. Ich kann alle auflösen. Und ich gucke hier mal kurz den Kreuzzug an. Na, der wird auch gewinnen. Da brauchen wir uns nicht mehr einmischen. So, jetzt ist es die Frage. Haben wir was dazu bekommen schon wieder? Nein, uns fehlt jetzt... Nein, wir haben es. Okay, also wir brauchen gar nicht mehr weiter erobern. Ich kann auf eine Pilgerreise gehen, das sollte ich unbedingt tun. Ich gehe nach Jerusalem, sind wir zwar in den Schulden, aber es ist egal. Hier kriegen wir Lösegeld, auf jeden Fall. Vorzug verfügbar. So, was machen wir? Erlaucht. Komplottstärke. Kriegsführung, Diplomatie. Patriarch. Fruchtbarkeit, zusätzliche Wertpunkte, das ist nicht schlecht. Enge Verwandtschaft, jeder Freund, Anspannungszuwachs, Schmeichler, Prestige. Ich fange mal hier an. Das Beeinflussen ist, glaube ich, wichtig. Pilgerreise, liebe deinen Nächsten. Seid ihr etwas anderer Meinung, oh König? Okay, was geht hier ab? Verachtung Heiden gegenüber. Sind alle nicht so schlimm? Geht nicht. Ich bin Eiferer. Ja. Muss ich durchziehen, so. Reichkarte wieder. Ich möchte gerne, dass du konvertierst. Tut er natürlich nicht, aber er hasst mich ja eh. Titel aberkennen.
Nee, ich lasse ihn mal. Wir sollten aber hier mal die Glaubenskarte trotzdem aufmachen. Er ist katholisch, er ist katholisch, er ist katholisch, 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 katholisch. Ich bin wieder zu Hause, wunderbar, katholisch. Ist katholisch. Valencia ist katholisch, alles gut. Dann helfen die mir auf jeden Fall bei der Bekehrung auch. Ist halt so. Wir werden diese Aufstände ständig haben, wie schnell das schon allein hochgeht. 15 Monate kommt der nächste Aufstand mit Sicherheit. Ich kann niemanden einkerkern. Nein. Ihr seid verschuldet, ja, weiß ich. Wir brauchen Geld. Geld muss in die Kasse. Ja, ich möchte meine Domain ausbauen. Geht nur leider gerade nicht, weil uns die Kohle fehlt. Wir brauchen 800, um das Kaiserreich zu gründen. Ich bin nach wie vor der Erbe hier für Frankreich. Was ist denn das für eine Grafschaft? Alles klar. Mächtige Vasallen wollen Ratsposten. Kannst du was? Okay. Auf jeden Fall. Was habe ich hier für ein Rat beieinander? Moment. Hier ist eine Bürgermeisterin noch drin. Und das ist schon mal ganz schlecht. Hier muss ein Herzog rein. Wenn ein Herzog, der noch besser ist. Ja. Okay, dann kommt der Herzog hier rüber. Tauschen. Okay, die Ratskanzlerin fliegt raus. Da kommt Barcelona rein. Die Herzogin Lobba, die ist super gut, ne? Aber es hilft uns nichts. Sie muss auch weg. Wir müssen jemanden nehmen, der einfach gut in der Verwaltung ist. Hätten wir sogar zwei von Navarra und von Kastilien. Da kommt der Kastilianische rein. Und der Pedro bleibt, ne? Der war der Beste. Ja, okay. Dann lassen wir das so. Alles klar. Weiterlaufen. Ich würde hier gerne auf Steuern gehen, allerdings ziehen wir die 5 Monate in Saragossa jetzt noch durch. Und dann in meinen Grafschaften auf jeden Fall, falls da noch eine nicht ist. Gucken wir uns nochmal an, was uns alles gehört. Auclair, Toledo, Madrid, Molina, Cuenca, Malagon. Also uns gehört wirklich komplett hier das Herzogtum Toledo. Und da sollten wir uns dann auch drauf konzentrieren. Ah, dieser Eifer, ne? Der muss doch jetzt mal hochgehen, wenn dieser Krieg entschieden ist hier unten. Aber der ist immer noch nicht entschieden. Aber die gewinnen hier, so wie das aussieht, ja. Okay, ich kann Ritter einladen. Sollten wir auf jeden Fall tun. Kostet uns zwar Geld, aber wir haben echt keine guten Befehlshaber. Sie kann Vormund kriegen, sie ist entstellt. Ach Mann, Mädel. Ich lasse sie auf Verwaltung trotzdem gehen. Und dann bekommst du hier einen netten Vormund. Ich tue dich mal selbst beeinflussen. Mein Kleine. Ein 18er zumindest, ja. So, was ist mit meinem Sohnemann? Wie sieht der aus? Der ist zufrieden, der ist bescheiden, der ist gierig. Okay, und neugierig. Er ist 15, also er wird jetzt bald erwachsen. Oh Gott, was ist mit ihr? Sie ist blind. Gescheit. Jungarzt. Weise Frau. Hä?
Habe ich den mit der verlobt? Wirklich? Die ist 38. Sorry, Verlöbnis brechen. Ja, es tut mir leid. Bestimmt nicht. Du brauchst eine richtig gute Ehepartnerin, mein Lieber. Bündnis macht Toulouse. Sie ist eine Wohlgestalt, das ist doch schon mal schön. Ist Holland, okay. Schottland wäre schon nett, aber was geht da ab? Sind die so inzestuös? Ist das alles hier durch die. Oh Gott. Oh. Hübsch. Barry. Ich schaue mal nach vererblichen Eigenschaften. Ein Genie. Plus 5. Sie ist aber 31, ne? Es ist zu alt. Sie ist intelligent. Aber erst 4 Jahre alt. Brauche was in meinem Alter. Sie hat Ansprüche. Ist griechisch, kerngesund, hübsch, intelligent, kastisch. Das war, ja, deswegen hatte ich sie, ne? Aber ich habe nicht drauf geschaut, dass sie so alt ist. Okay, hier haben wir eine wunderschöne Fränkin, 30 Jahre alt. Ich meine, durchaus, dass die noch Kinder kriegen können, ne? So ist es ja nicht. Aber sowas in meinem Alter wäre halt schon gut. Sie ist schlau, eine Französin. 37. 20. Kastisch. Ja, nehmen wir sie. Ah ja, ich kann wieder um Geld bitten, unbedingt. Ausgezeichnet. Sie ist wieder schwanger. Hier wollen noch welche Ratsposten. Er kann halt nichts. Na, sie habe ich herausgeschmissen, ne? Ja. Nee, das passt jetzt erstmal so. Ich kann nicht alle Herzoge mit einem Ratsposten bedienen. Daher können wir da nichts tun. Wo ist denn jetzt das Geld? Das hat jetzt aber nicht funktioniert, oder? Haben wir was bekommen? Nee. Okay, Beeinflussung können wir beenden hier. Holen wir uns den nächsten, den wir brauchen. 100, 100. Sie unbedingt. Why? Heranholen hier. Ich habe doch gerade kein Geld ausgegeben eigentlich. Ich gucke noch mal in Madrid. Was ausbauen können? Ja, können wir. Sollten wir auch tun. Hügelhöfe. Yes. Soziale Manipulation. Bin ja echt fit eigentlich. Ich hoffe mal, das funktioniert. Mit der Diplomatie. Es hat funktioniert. Sehr schön. Ich kann seine Bande jetzt ändern. Ich lasse es mal so, wie es ist. Okay, wie lange noch? 2 Jahre. Unsere sind bekehrt. Da kümmern wir uns dann mal nicht drum. Du bleibst auf Steuern, ja. Und der Eifer ist immer noch schlecht. Wenn das mal erledigt ist, sollte der Eifer steigen. Wir verdienen gut. Allerdings ist es noch ein weiter Weg. Benita, wieder eine Tochter. Viele Töchter hier. Wir sollten hier mal verheiraten jetzt. Oder zumindest schon mal verloben. Grafschaft von Coulon. Der ist schlau.
einen wunderschönen Mann, tschechisch. 17er Ränkelspieler. Hier vielleicht auch gleich einen Ritter mit abgreifen, das wäre doch super. Einen guten Ritter. Ja, ist gut. Fränkisch. Ist unersättlich, keusch und arrogant. Aber kerngesund. Matrilinear natürlich. Ja. So, dann du. Da werden wir schwer jemanden finden, würde ich sagen. Diese Eigenschaft ist vererblich. Vielleicht sollten wir sie einfach nicht verheiraten. Wobei unsere Dynastie, ne, würde dann schon ganz schön leiden. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen guten Kämpfer finden. Helias, der ist griechisch, Ibrahim, der ist intelligent. Du kriegst einen hübschen Mann. Mit Klini. Okay, dann haben wir hier Christina. Natürlich matrilinear. Friedrich von Hohenstaufen, schwäbisch, zynisch, arrogant und gierig. Nicht so toll. Einen richtig guten Ritter. Wäre ich dabei. Ja, sehr gut. Der ist seit 35. Nee, das tun wir dir nicht an, meine Kleine. Wir schauen mal nach was Jungem für dich. Da sind die Jungen hier. Galizisch. Kerngesund. Wohlgestalt. Der ist schlau und robust. Der ist ein Genie. Baskisch. Lass mal weiterlaufen. Sehr gut. Drei Töchter verheiratet. Einmal heben wir uns noch auf, falls wir irgendwie dringend ein Bündnis brauchen. Zusätzliche Steuern, wunderbar. Wie alt bist du? 60. Hat sie schon eine sorgsame Pflege? Die wird lang leben, meine Mom. Okay, hier gibt es die Fraktion wieder. Das wird bald passieren. Ein Ritter. Und da ist der Aufstand wieder. Tod sollt ihr haben. Belagert, belagert, belagert. Sammelt die Truppen. Ich weiß. Erst die hier? Nee. Eigentlich wird er hier. Wir sammeln sie mal in der Mitte und teilen sie gleich auf. Alarmin ausheben. So, Sancho ist erwachsen. Kurze Pause. Er darf bitte nicht kämpfen. Ja. Danke. Verlobte können heiraten. Yes. Truppen, 7000 Truppen. Alle da. Auf geht's hier hin. Auf geht's hier nach unten. Dynastievermächtnis. Sippe. Fruchtbarkeit, blaues Blut, Volksmeinung. Volksmeinung wäre schon wichtig mit unseren Aufständen. Gehen wir mal in Richtung Volksmeinung. Ich habe noch zwei Vermächtnisse. What? Moment. Habe ich die nicht vergeben? Doch. Vermächtnisse 2. Passt. Okay, weiterlaufen lassen. Angriff 4.
Der zieht hier rüber und will dem anderen helfen. Wir haben Diplomatievorzug. Yes, monatliches Prestige ist gut. Hier wird gekämpft, hier wird gekämpft. Die kommen gleich rein, das ist wunderbar. Hier rüber. Die kommen auch gleich hier. Gefangene genommen. Nee. Nein, nein, stopp. Erstmal die hier. Erbschaft. Oh. Meine Mutter ist verstorben. Kastilien. Guckt's euch an. Crazy. Wir haben Frankreich geerbt. Wir sind jetzt der Burner. Wir müssen allerdings die Domänen unserer Mutter vergeben, ne? Was kriegen wir denn von denen? Null überall noch, weil die Kontrolle wahrscheinlich nicht mehr so gut ist. Habe ich den Ile-de-France geerbt? Nee. Königreich Frankreich, ja. Dann haben wir. Wo ist denn Herzogtum Orléans? Nee. Hier Herzogtum Valois, oder? Da gehören uns das Paris drin. Malagon. Wo ist Malagon jetzt wieder? Nee, das ist bei uns. Paris. Beaumont. Oh nee, Orléans in Orléans wieder. Aber ich schaffe jetzt hier. Ile-de-France und vergeb's direkt. Vergeben an. Ich habe eh zu viele, ne? Mein Luis muss vergeben werden. Vergeben an. Okay. Relevanz, Meinung von mir. Unseren Ritter. Ritter, Höfling, Ritter. Höfling. Wahrscheinlich eher jemand mit niedriger Geburt. Haus Ximena. Gibt's Haus Ximena? Gibt's, aber die hat schon. Ich guck mal, ob's noch weiter unten. Wie sieht denn so Wappen aus? So. Wen haben wir denn da noch? Das ist eine Nebenlinie. Von Santiago. Ist da jemand Gutes dabei? Der Graf. Navarra-Ansprüche? Nee, der wird mir dann zu mächtig. Da ist nochmal das Gleiche. Das ist der Genie. Das ist doch aber... Mit dem habe ich doch jemanden verheiratet von mir. Zeig mal. Ja, meine Tochter, ne? Und Matrilinear. Ja, du kriegst den Titel. Nein. Grafschaft Beaumont. Baronie Montfort, Herzogtum Valois, Grafschaft Ile-de-France. Und ich kann ihn auch einfach Orléans noch mitgeben. Yes. Alles klar. Titel ist verliehen. Wunderbar. Wir haben wieder unsere Grafschaften, die wir wollen. Okay. Wir haben 700 Gold. Dann haben wir auch gleich definitiv unser Kaiserreich. Das machen wir jetzt auch noch fertig in der Folge. Da ist nochmal Volksaufstand. Sind immer noch welche hier oben, okay. Ich gebe jetzt aber gerade mal kein Geld mehr aus. Ich möchte das erledigt haben. Belagert. V.
Faro steht unter Belagerung. Ich ziehe nach unten. Wir verloren. Macht nichts. Ich brauche niemanden rufen. Der Schakme möchte einen Posten. Habe ich nichts für dich. Tut mir leid. Der Sache gewachsen. Casey könnte jemanden unterrichten. Sie ist sehr gut in Ränkel spielen, ne? Findet er nicht so gut, aber ich. Ja gut, wir haben 67. Aber was soll sie denn bei ihm ausrichten? Sie ist echt schlecht. Nee, bleib doch lieber bei mir. Kriegen wir mal noch Kinder. Fände ich besser. Mündel profitiert von Unterweisung. Sehr gut. So, der Krieg sollte entschieden sein gleich. Wir müssen eigentlich die Kultur schon weiter fördern. Alle auflösen, so sei es. Gefangene genommen. Wunderbar. Wir brauchen ja das Geld jetzt gerade nicht mehr, weil wir sowieso das geschafft haben. Das ist halt Französisch hier oben. Aber da kümmern wir uns erstmal nicht drum. Wir müssen ein bisschen die Herde hier ausmerzen. Deswegen würde ich jetzt mal weiter. Na gut, wir machen erstmal Zamora. Die sind noch Asturionisch, glaube ich. Papst Viktor. Ich einfach meinen Mund halten. Ich halte meinen Mund. Hat natürlich dazu geführt, dass der Eifer bei Null ist. Genial. Ein wenig denkwürdiger Abend. Was? Das ist ja geil. Grauenhaft. Ich hau einfach ab. Das ist ja geil, weil ich gefühllos bin. Ist schön abbrennen, dieser Ort. Und alle sind so verletzt. Sau gut. Ich wundere, dass wir noch nicht in irgendeinem Krieg sind. Ich kann Kriegsorten gründen. Nee, stopp, stopp. Wir gründen jetzt erstmal Hispanien. Ein Großreich gründen. Achso, ein völlig neues. Nö, brauchen wir nicht. Wir wollen Hispania. Titel schaffen. Welcome, Kaiser. Sehr schön. Kaiserreich Hispanien ist geschaffen. Genial. Okay, wir können sie ja auch echt mit dem Heiligen Römischen Reich zur Not aufnehmen. Im Moment, glaube ich, kann uns keiner bedrohlich werden. Also, ich meine, er ist stark, aber er hat nur 4300 Truppen. Der hat da sein Reich noch nicht wirklich unter Kontrolle. Nichtsdestotrotz, glaube ich, konzentriere ich mich jetzt darauf, dass wir erstmal unsere Halbinsel hier fertig kriegen. Die Bretagne ist ein gutes potenzielles Ziel. Westeuropa soll uns gehören auf jeden Fall. Die Insel interessiert uns mal noch nicht, der Süden auch nicht. Da wird unsere Priorität liegen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich glaube, die Stelle ist perfekt. Wir sind Hispanien. Was wollen wir mehr? Und lasst gerne wieder ein Like oder ein Abo da. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.